Ja, herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder zugeschaltet habt. Ich befinde mich jetzt hier im Physiksaal der Walter-Höllerer Realschule und ich habe mir überlegt, ich erkläre euch heute etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar schauen wir uns heute mal so einstiegsmäßig sozusagen mal so einfache Termumformungen an. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ganz Wesentliches auch für eure zukünftigen Jahre im Fach Mathematik, dass man mal in der Lage ist, Terme zusammenzufassen. Und damit ihr da mal ein bisschen auch eine Vorstellung dafür bekommt, beschäftigen wir uns jetzt dementsprechend ein wenig auch mit sozusagen Äpfeln, hätte ich mal gesagt, erstmal, und mit Tomaten. Und als Modell habe ich mich da jetzt mal kurz an bei den Chemikern bedient und habe da auch kleine modellhafte Äpfel und Tomaten gefunden. Die schauen wir uns jetzt mal an. Also, ja, wenn man hier schaut zum Beispiel, also die Chemiker, die haben hier sozusagen so Barsätze, und wenn ich natürlich hier zum Beispiel sind so Atommodelle, da kann man natürlich da alles Mögliche auch zusammenstecken, zusammenbauen, und dann entstehen neue Verbindungen, wenn dann dementsprechend Bausteine miteinander kombiniert werden. So einfach ist es im Fach Mathematik allerdings nicht. Wenn ich mir diese Bausteine mal getrennt anschaue, ich habe jetzt hier sozusagen drei grüne Kugeln, und ich lege die mal der Reihe nach auf den Tisch, dann werdet ihr feststellen, es ist komplett egal, ob ihr jetzt diese Kugeln einzeln seht, also es sollen jetzt mal drei Äpfel sein, oder ob wir jetzt diese Kugeln komplett zusammenpacken, es wird sich nichts daran ändern, dass ich sowohl, wenn ich sie so hinlege, als auch getrennt voneinander drei sozusagen Äpfel habe. Und ob ich jetzt den Apfel, ob ich es getrennt habe, oder ob ich jetzt diese drei Äpfel zusammennehme, oder ob ich sage, ich habe einen Apfel und noch einen Apfel und noch einen Apfel, habe ich sozusagen drei Äpfel. Und für Apfel nehmen wir jetzt mal, damit es veranschaulicht wird, die Variable a. Das sind ja so beliebte Variablen in der Mathematik, zum Beispiel die Variable klein a. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Apfel habe und noch einen Apfel und noch einen Apfel, dann habe ich insgesamt 3 mal einen Apfel und es sagt eigentlich kein Mensch, wenn ich mir 3 Äpfel kaufe, also 3 mal einen Apfel kaufe, dann sagt keiner umgangssprachlich, jetzt, ihr habt jetzt ins 3 mal einen Apfel, sondern sagt, wird jeder sagen, ich habe 3 Äpfel. Also kann man das mal weglassen, den einen Apfel. Das heißt, wenn ich es kurz schreibe, habe ich 3 Äpfel. So, jetzt kommt der Nächste. Der Nächste, der kauft sich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, kommt da einer. Der kauft sich jetzt 5 Tomaten. Und es ist egal, wann er die kauft. Wenn er früh eine kauft, Mittag eine kauft, abends eine kauft, nachts eine kauft, und irgendwann noch im Laufe des Tages eine Tomate kauft und er isst keine davon, dann wird er vermutlich dann irgendwann 5 Tomaten besitzen. Und ob er sie der Reihe nach kauft oder auf einmal kauft oder nach jedem Tag sich eine kauft und nichts isst, solange er nichts isst, wird er auch 5 Tomaten besitzen. So, und deswegen halt Tomaten, weil das jetzt rot sein soll, wir können es auch B nennen. Ich nenne es halt jetzt T für Tomaten. Also Variablen kann man ja nehmen, wie man will. Also weiß ich, wenn ich hier insgesamt so nach und nach eine Tomate kaufe und noch eine und noch eine und noch eine und noch eine Tomate kaufe, dann habe ich letztendlich 5 mal eine Tomate oder 5 Tomaten. Also das ist ganz wichtig auch in Mathe, ganz, sobald da Zahlen stehen und Variablen stehen, dann ist hier ein Rechenzeichen immer versteckt, nämlich ein Mal. Also das mache ich mal bunt. Wo sind zwei bunte Kreide? Da. Also letztendlich habe ich hier immer dieses Mal versteckt. So, und dieses Mal lässt man gerne weg. Und statt dass ich jetzt sage, ich habe 3 mal einen Apfel, habe ich 3 Äpfel. Statt dass ich sage, ich habe 5 mal eine Tomate, habe ich 5 Tomaten. So, jetzt machen wir es schwieriger. Jetzt können wir natürlich ein bisschen weiter rechnen. Wie gesagt, das Mal lasse ich weg. Ich habe jetzt meine 3 Äpfel. 1, 2, 3. So. Und jetzt esse ich von diesen 3 Äpfeln, weil ich Hunger habe, 2 Äpfel. Das heißt, von der Rechnung her hätte ich 3 Äpfel
minus 2 Äpfel. So. Also, was habe ich dann? Na? Richtig, dann haben wir noch einen Apfel. Und die 1 könnten wir weglassen, dementsprechend habe ich nur ein A. Also letztendlich, wenn vor der Zahl nichts steht, vor der Variablen, Entschuldigung, dann steht da eigentlich immer noch eine gedachte 1er als Zahl. Also eine einzelne Variable ist nichts anderes. Wenn ihr ein A seht, seht ihr eigentlich einmal ein A. Also da steht dann immer noch eine 1, die müsste man sich denken, vor jeder Variablen. Also Variablen kann alles sein, A, B, C, D, E, F. X, Y, Z, könnten auch physikalische Symbole sein, S, T, also alles mögliche könnten dann Variablen sein und dafür könnt ihr Zahlen einsetzen. So, nehmen wir unsere 5 Tomaten her. Nehmen wir an, da hat jetzt einer 5 Tomaten und von diesen 5 Tomaten ist er 2 Tomaten. Dann hat er natürlich noch wie viele Tomaten übrig? 3 Tomaten. So. Also, das heißt, wenn ich von meinen 5 Tomaten letztendlich 2 esse, bleiben 3 übrig. Und wenn ich jetzt von meinen 2 Äpfeln, 3 Äpfel, 1 esse, habe ich letztendlich jetzt noch einen Apfel übrig. So. Jetzt kommt der nächste Supermarktverkäufer, der nächste, nächste geht einkaufen und kauft sich jetzt noch hier ein bisschen was Blaues. Ich hoffe, das sind noch eine blaue Frucht, Zwetschgen. Ja, kauft sich einer jetzt noch Zwetschgen und dann geht er einkaufen. Ist sowieso unentschlossen, also was macht er jetzt? Also wir haben jetzt letztendlich blaue Zwetschgen, das wäre dann Z. Blaue Zwetschgen gibt's. Wir haben rote Tomaten in der Auslage vom Supermarkt. Und dann haben wir letztendlich noch Äpfel. Äpfel sind schon einige weg. So. Und jetzt kauft er ein, also er ist ein bisschen unentschlossen. Also was macht er jetzt? Also er hat auch noch seinen Einkaufswagen. So, also das soll jetzt mal der Einkaufswagen sein. Das ist jetzt dementsprechend das Sammelsurium der Chemie, Bausteine. Und mit dem Einkaufswagen fährt er jetzt durch. Und da kauft er jetzt ganz, ganz tolle Sachen ein. Das kauft er ein. Also ein bisschen unentschlossen. Also er kauft sich als erstes einen goldenen Lipsius-Apfel. Also hat sich einen Apfel gekauft. So. Dann schaut er weiter, denkt er sich, oh, ich habe da jetzt noch 3 schöne Tomaten, also kauft er sich noch 3 Tomaten, wird schon einfach kaufen. Schaut ein bisschen weiter, stellt er fest, oh, 2 Zwetschgen nehme ich noch, nehmen wir Z, hat er drin. So, dann läuft er mit seinem Einkaufswagen durch den Supermarkt unter Beachtung der Abstandsregeln. Plötzlich fällt ihm ein, was habe ich, ach, ich brauche doch noch ein bisschen mehr. Rennt er nochmal zurück, geht er nochmal ans Tomatenregal, kauft er sich noch 2 Tomaten. So, und dann kauft er sich noch einen Apfel. Und dann kauft er sich, weil es die letzten sind und weil es vermutlich so lange keine mehr gibt, denkt er sich, ach, ich kaufe jetzt noch die letzten 3 Zwetschgen. Die nehmen die auch noch mit. So. Ja. Und daheim zählt er dann, was er sich jetzt eigentlich insgesamt gekauft hat. Und dann müsst ihr natürlich aufpassen, letztendlich gut, und schaut halt, was er hat. Und dann macht er Häufchen dementsprechend und holt alles aus seinem Einkaufswagen raus und stellt er fest, wenn er es raus hat und hinlegt, hat er sozusagen 5 Zwetschgen. Dann hat er plötzlich auch 5 Tomaten und er hat in seinem Einkaufswagen noch 2 Äpfel. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste, also wenn es jetzt um Variablen geht und zwischen den Variablen steht dann häufig ein Plus und ein Minus. Das heißt, ich addiere Terme mit Variablen oder subtrahiere Terme mit Variablen. Dann müsst ihr schauen, dass ihr eigentlich immer nur die gleichen Variablen zusammenfasst. Also ihr müsst halt jetzt die A's zusammenfassen, ihr müsst die T's zusammenfassen und die Z's dürft ihr zusammenfassen. Mehr geht nicht, also ihr könnt nicht mixen. Also ihr habt letztendlich dann genau 2 Äpfel im Einkaufswagen. Das heißt, wenn es mehr sind, ich unterstreiche mir das. Also habe ich 2 Äpfel im Einkaufswagen plus ich habe die Tomaten. Also 3
Tomaten. Und da hat er sich nochmal zwei gekauft. Dann haben wir noch 5 Tomaten. Und dann habe ich noch in meinem Einkaufswagen 5 Zwetschgen. Und mehr kann man da jetzt nicht zusammenfassen. Also ihr könnt jetzt nicht dann sagen, gut, ich habe jetzt, wenn ich das jetzt alle notieren würde, also dass jetzt einer dann auf die Idee kommt und sagt, gut, ich habe jetzt dann Folgendes, 15, ich hätte von den Zahlen her 12, wenn ich es addiere, und von den Variablen habe ich noch A, T, Z. Also dürft ihr jetzt nicht sagen, ich habe 12 A, T, Zs gekauft. Was soll denn das sein? Was bitteschön soll eine Apfel-Tomaten-Zwetschge sein? Das gibt es nicht. Es gibt entweder nur Äpfel, Tomaten oder Zwetschgen. Gut, man könnte es natürlich auch mischen dann, das Obst, dann hätte man Obstsalat. Aber Obstsalat gibt es dementsprechend nicht, wenn er addiert und subtrahiert in der Mathematik. Da dürft ihr wirklich nur Terme zusammenfassen, die sozusagen gleichartig sind. Das heißt, die haben immer noch den gleichen Namen. Und wenn hinter dem Term halt ein A steht, ist es ein Name. Zum Beispiel dann habt ihr Äpfel. Wenn hinter dem Term ein B steht, habt ihr Namen, dann wären es Birnen. Wenn es C wäre, sind es Clementinen und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn es X und Y beliebte Variablen sind, dann habt ihr auch dementsprechend Terme. Und 5x plus 3x sind dann zum Beispiel 8x, 7x minus 2x sind zum Beispiel 5x, 10b plus 15b wären 25b, sowas dürft ihr zusammenfassen. Aber ihr dürft nicht machen zum Beispiel 3a plus 4b ist 7ab, das geht auf keinen Fall, weil dann hättet ihr aus Äpfeln und Birnen Apfelbirnen gemacht. Und das ist eigentlich die wichtigste Regel, wenn es ums Addieren und Subtrahieren von Termen geht, dass man sozusagen nur gleichartige Terme zusammenfassen kann. Und Terme sind dann gleichartig, wenn da halt immer die gleiche Variable steht. Und das ist schon mal mit die wichtigste Regel auch überhaupt für die Termumformen, wenn ihr zusammenfasst. Ihr dürft nur gleichartige Terme zusammenfassen. Weil ihr werdet nie, wenn ihr jetzt Obst kauft, dann plötzlich feststellen im Einkaufswagen irgendwann, huch, jetzt ist das Obst, hat sich alles vermischt und der Apfel ist in die Birne geflossen und die Zwetschge ist noch mit dabei, weil es wird keiner plötzlich dann Heinzelmännchen spielen, euer Obst in kleine Stücke schneiden und das zum Obstsalat zusammenmixen. Das heißt, wenn ihr addiert und subtrahiert, dürft ihr wirklich nur gleichartige Terme zusammenfassen und damit hätte man dementsprechend auch die Überschrift. Die Überschrift ist Termumformungen und im Moment haben wir gerade den Fall addieren und subtrahieren. Das heißt, Überschrift schreibt er dann drüber einfache Termumformungen. Also das sind wirklich erstmal einfache, da gibt es dann noch viel schwierigere dann in höheren Jahrgangsstufen. Das reichen schon mal ein bisschen, die einfachen, also einfache Termumformungen. Das wäre jetzt die Überschrift. So, und dann nehmen wir hier dementsprechend, das ist jetzt das erste Kapitel. Und drunter schreibt man dann den Merksatz, wenn ihr das übernommen habt. Schreibt man auf, merke, bei der Addition und Subtraktion darf man nur gleichartige Terme zusammenfassen. Jetzt also merke, beim Addieren, und schreibe ich dann hier hin. Weil das habt ihr ja, denke ich jetzt, ich schiebe hoch, also schreibe mal auf, merke, beim Addieren und Subtrahieren darf man nur gleichartige Terme zusammenfassen. Ich schreibe es schon wieder klein. Subtrahieren darf man nur gleichartige Terme zusammenfassen. So,
Dementsprechend machen wir da jetzt noch ein paar Beispiele und die beliebten Variablen in der Mathematik sind natürlich jetzt nicht A gut, B schön, dementsprechend Z und T seht ihr nicht so oft. Was ganz häufig seht, ist X, Y zum Beispiel oder einfach nur Terme mit Variablen und irgendwelche Zahlen. Ja, wie schaut das aus? Machen wir doch vier Beispiele und ich denke, dann sollte der Fall klar sein. Also macht jetzt als erstes Pause, übernehmt sozusagen jetzt diesen Hefteintrag, schreibt es ab und dann kommt dementsprechend noch ein paar Beispiele dazu. Also Beispiele. Fangen wir an. SA 5x plus 3y minus 10x plus 7y. Jetzt muss ich schauen, also ich darf jetzt nur gleichartige Terme zusammenfassen, das heißt, x sind anders, was anders als y, also kann ich das dementsprechend mir überlegen. Ich habe sozusagen 5x minus 10x und das ergibt minus 5x. Und dann habe ich noch, wenn es viele sind, könnt ihr Farben nehmen, 3y plus 7y, das ergibt 10y. Fertig. Oder mit Zahlen geht es genauso. Also zum Beispiel so, 3x minus 4 mal 8 plus 5 mal 2x plus 56, also das ist schon ein bisschen komplizierter. Das heißt, auch hier müsst ihr schauen, dass ihr jetzt da auch Regeln beachtet. Die wichtigste mathematische Regel lautet natürlich Punkt vor Strich. Und wenn ihr 5 mal 2x habt, dann habt ihr, wenn ihr es mit Apfel denkt, habt ihr 5 mal 2 Äpfel, dann habt ihr 10 Äpfel. Das heißt, wenn ihr 5 mal 2x habt, habt ihr insgesamt 10x. Also da müsst ihr dann einfach die Zahl multiplizieren und vom Namen her bleibt x, weil wenn ihr 5 mal 3 Äpfel habt, habt ihr auch 15 Äpfel und nicht plötzlich 15 Birnen. Also das darf man dann auch machen. Also hat man letztendlich, wenn ich es ausrechne, 3x minus 32 plus 10x plus 56 ist gleich, und dann hat man 3x plus 10x, kann man wieder zusammenfassen, 13x. Und minus 32 plus 56 müssen wir ein bisschen komplizierter rechnen. Das heißt, ich addiere zu einer kleinen Zahl, einer negativen Zahl, eine positive Zahl dazu, die größer ist als der Betrag der positiven Zahl. Da muss mir klar sein, ich brauche jetzt von minus 32, aber schon mal 32 bis zu 0. Und dann kommt noch der Rest zu 56. Das heißt, wenn ich das ausrechne, rechne ich immer die größere Zahl minus die kleinere. Also ich habe 2. Auf 6 fehlen 4, 3 auf 5 fehlen 2 und als Vorzeichen brauche ich jetzt dann das Vorzeichen der Zahl mit dem größeren Betrag, also wird das zu plus 24 und damit hätten wir den Term so weit wie möglich zusammengefasst. Und was natürlich schön ausschaut auch, ich lege da schon immer ein bisschen Wert drauf häufig, wenn da Ergebnisse sind, gewöhnt euch an, weil dann findet man sie auch später schneller in Aufgaben, dass ihr die Ergebnisse schön sauber am besten doppelt unterstreicht. Dann schaut es auch schön aus und dann wird natürlich aus Termmonstern irgendwann ein ganz schöner Term. In dem Fall wäre das jetzt hier sozusagen ein linearer Term. Wenn da hoch 2 wäre, hätten wir zum Beispiel einen quadratischen Term. Machen wir noch ein Beispiel für einen quadratischen Term. Zum Beispiel sowas. Nehmen wir mal einen Term, der hat jetzt zum Beispiel 5x² minus 3x plus 4 minus 8x² plus x minus 7. Also wieder drei verschiedene Terme. Und auch wichtig, wenn das ein x² ist, nichts was anders wie ein x, also auch ein komplett anderer Name, weil es ist ja zum Beispiel 2 zum Quadrat 4 und 2 wäre nur 2, also auch wichtig. Also x² ist immer was anderes als x, das heißt, dann wäre das auch ein anderer Name und dann dürften wir hier auch nur die x² zusammenfassen, die x plus dementsprechend die Zahlen. Das heißt, wenn ich mir das überlege, ich habe 5x² minus 8x² ergibt minus 3x²,
So, dann habe ich minus 3x plus x ergibt minus 2x. Und dann hätte ich noch 4 plus 4 minus 7 ergibt minus 3. Und weil es Terme sind, können wir natürlich dann am Anfang noch ergänzen. Das ist ja das Schöne, wenn man die Tafel hat. Ne? Kann man schnell nochmal wegwischen. Also habe ich hier den Term T1. Das wäre jetzt zum Beispiel der Term T2. Und das wäre der Term. So, also das wäre mal Beispiel A, Beispiel B, Beispiel C. Und dann könnten wir auch mehrere Terme zusammenfassen mit Plus und Minus. So, machen wir bitte noch ein bisschen Grundwissen auf. Wenn ich natürlich Terme habe, sollte man immer in der Lage sein, Termwerte zu berechnen. Und letztendlich hier ist es nur ein bisschen schwer, da müsstet ihr dann wissen, was ist x, was ist y, also vergessen wir da das. Das ist einfach nur irgendein Term, weil zwei Variablen drin sind, dann gibt es das nicht. Und hier hätte ich Terme, in denen ist als Variable zum Beispiel nur das x drin. Dann könnte man natürlich auch wieder Termwerte berechnen, zum Beispiel für T2 und T3. Sollte man ausrechnen, was der Termwert wäre, wenn ihr für x einsetzt, einmal minus 1 jeweils. Oder machen wir es schwieriger, machen wir minus 5 fürs x. Also nehmen wir an, x1 minus 5 und ein x2 soll mal sein 7. Und dann schauen wir mal, ob ihr das noch könnt jetzt. Setzt hier mal dementsprechend für x diese Zahlen ein und hier. Dann könnten wir hinschreiben t 2 von minus 5 und wir hätten t 2 von 7 und t 3 von minus 5 sowie t 3 von 7. Aber das ist Grundwissen eigentlich, dass man in der Lage ist, Termwerte zu berechnen. Setzen wir es ein, müsste es ganz aufpassen, müsste es stur einsetzen. Also, was hätte ich? Ich hätte 13 mal minus 5 und das geht ja nicht. Also sowas könnte er auf der Stelle keinen Fall machen. Also müsste er Klammer setzen. Plus 24. Gut, 5 mal 13 sollte man wissen, ist minus 65. Also hätte ich minus 65 plus 24. Also gehe ich jetzt vom Negativen weiter ins Positive. Wie muss ich es rechnen? Ich muss rechnen 65 minus 24. 4 auf 1 4 und 5. 2 auf 6 4 und 4. Also hätte ich minus 41. Wenn ich 7 einsetze, hätte ich 13 mal 7. Weil es nicht so geschickt ist, gleich hinzuschreiben. Gell? Also hätte ich 13 mal 7 plus 24. Müssen wir ausrechnen. 3 mal 7 ist 21 oder 7 mal 3, 21, 2 gemerkt, 7 mal 1, 7 plus 2, hätte ich 91 plus 24 und das liefert mir dann 4 und 1 sind 5, 2 und 9 sind bekanntlich 11 und 15. Schwieriger ist der quadratische Term. Schreibt man dahin, der ist ja schon da, also übernimmt es dann später erst nochmal. Also, das heißt, wenn ich den T3 hätte von minus 5, muss man aufpassen, muss man jetzt auch einsetzen. Gell? Also habt ihr 3 mal minus 5 zum Grad, minus 2 mal minus 5, also wichtig mit Klammern, minus 3. So, das müsst ihr in der 10. oft nochmal machen, wenn ihr da mal was einsetzt, wenn es dann um die Parabel geht. Also ich minus 5 hoch 2, muss ich wissen, ist die Abkürzung von minus 5 mal minus 5. Also hätte ich 3 mal 25. Ich schreibe es mal ausführlich hin. So, plus 2 mal minus 5 ergibt minus, minus 10. 2 mal minus 5 ist ja minus 10. Also und minus ist plus, also hätte ich plus 10, minus 3. Ja, kann man ausrechnen, 3 mal 25 ist 75, plus 10, 85, minus 3, 82. Ja, wenn ich 7 einsetze, hätte ich in dem Fall 3 mal 7 zum Quadrat, minus 2 mal 7, minus 3. 7 zum Quadrat ist 49, können wir auch hinschreiben, 3 mal 49. 2 mal 7, 14, minus 3, gut, müssen wir noch rausfinden, was ist denn 3 mal 49?
3 mal 9 ist 27, 7 an 2 gemerkt, 3 mal 4 12 plus 2 14. So, minus 14 minus 3 könnte man gleich minus 17 rechnen. Und dann kommt raus 30. Also letztendlich, wenn ihr dann natürlich wieder Terme habt, werdet ihr irgendwann zu diesen Termen, die ihr dann so weit wie möglich zusammengefasst habt, dann auch mal Termwerte ausrechnen müssen und so Sachen. Und das verfolgt euch dann letztendlich bis hoch in die Abschlussprüfung, dass ihr dann, je nachdem wie sie ausschauen, die Terme mit allen Möglichkeiten und Regeln, die da im Laufe der Jahre noch kommen, die so weit wie möglich vereinfachen müsst. Und wenn ihr dann Terme vereinfacht, auch gilt eine ganz wichtige Regel, am Schluss wird geordnet, x Quadrat immer vorne, dann x, dann die Zahl oder die Variable vorne, dann die Zahl. Puh, das war jetzt einiges zu den Termen. In diesem Sinne letztendlich, schaut es euch an, übt es ein bisschen, ihr bekommt dann natürlich auch ein paar Übungsaufgaben aus einem anderen Buch, weil dieses Kapitel ist jetzt nicht in dem Westermann-Buch drin, aus irgendeinem Grund im anderen Schulbuch Pythagoras wäre das jetzt drin, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das noch ein bisschen mit euch auch zu machen, weil es doch so wichtig ist. Ja, schaut es euch an und ganz wichtig, was euch merken müsst, ihr könnt keine Äpfel mit Birnen addieren und subtrahieren. Ihr müsst es immer getrennt voneinander betrachten. Das heißt, man darf immer nur gleichartige Terme zusammenfassen und zwar beim Addieren und beim Dividieren. Beim Subtrahieren. Ja, macht's gut. Nächste Folge schauen wir uns dann an, wie es mit dem Multiplizieren und Dividieren ist. Und da muss man dann aufpassen, da darf man es dann. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Herr Peter.